Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, angesichts dieses Antrags fragt man sich ja einmal mehr, was ist bloß aus der ehemaligen Bürgerrechtspartei FDP geworden? Was, dass die CDU die Taser fordert, das ist ehrlich gesagt keine Überraschung. Und Herr Golland, ich würde mir dann auch mal wünschen, dass Sie uns nicht ideologische Scheuklappen vorwerfen, sondern auch, dass Sie faktenbasiert hier mit uns diskutieren und differenziert diskutieren. Ich finde, das kann man auch von Ihnen erwarten. Ich glaube, in der Problembeschreibung sind wir ja gar nicht so weit auseinander, dass Polizeibeamtinnen und Beamte immer wieder in schwierige, in gefährliche Situationen geraten, dass es Fälle von gezielter Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gibt, die natürlich nicht hinnehmbar sind. Ich glaube, in dieser Problembeschreibung sind wir uns einig. Und deshalb ist es auch unsere Pflicht als Landesparlament und auch Pflicht der Landesregierung, unsere Polizei gut auszustatten. Und das tut diese Landesregierung. Wir legen einen hohen Wert auf eine gute Qualifikation, auf Fortbildung und natürlich auf die Ausstattung der Polizei. Und den Polizistinnen und Polizisten im Streifendienst stehen deshalb jetzt zum Beispiel der Einsatz Mehrzweckstock und auch die Dienstwaffe als entsprechende Mittel zur Verfügung. Was ich aber nicht will, ist eine martialische Aufrüstung von Polizei. Die NRW-Polizei steht ja, finde ich, zu Recht für eine deeskalierende Einsatztaktik und für ihre Bürgernähe. Und ich will an genau diesem Leitbild auch festhalten, und ich will keine Polizei nach amerikanischem Vorbild. Ich will aber auch, und das ist ja hier noch gar nicht gefallen, ich will das Thema gesundheitliche Risiken zumindest hier einmal ansprechen, weil die gesundheitlichen Folgen von Tasern sind nach wie vor sehr umstritten, auch in der Wissenschaft umstritten. Es gibt immer wieder Berichterstattungen darüber, dass es eben auch zu Todesfällen beim Einsatz von Tasern kommt. Das heißt, so risikofrei, wie das hier dargestellt wird, sind Taser dann eben doch nicht. Und ich weiß natürlich, es gibt auch eine Menge Studien, die man finden kann, die zu dem Schluss kommen, so gefährlich sind sie eigentlich gar nicht. Aber dann würde ich auch mal darum bitten, darauf zu achten, wer macht eigentlich diese Studien und von wem werden die auch finanziert. Wenn man sich mal die Berichterstattung anguckt, wie sehr die Firma Taser Lobbyismus betreibt, Forschungsvorhaben mitfinanziert, dann finde ich, muss man das in der Debatte berücksichtigen. Und ich bin selber in den letzten Monaten gleich zweimal von der Firma Taser angeschrieben worden, die auch gegenüber uns Landtagsabgeordneten natürlich Lobbyismus betreibt. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön krass. Nicht in dem Fall von Tasern, sondern in dem Fall von Bodycams, von Schulterkameras, die ja auch von der Firma Taser hergestellt werden. Also ich finde, dass diese Firma Taser ganz schön krass vorgeht, was das Thema Lobbyismus angeht. Und ich finde, das muss man mit betrachten in dieser ganzen Diskussion. Und zum Thema gesundheitliche Risiken und zum Thema Herzerkrankungen muss man auch noch mal sagen, dass auch die Firma Taser ja mittlerweile empfiehlt, dass nicht mehr auf den oberen im Brustkorb oder auf den Bereich gezielt wird, sondern auf den Rücken, auf den Bauch, auf den Oberschenkel, was ja ganz offensichtlich nahelegt, dass auch die Firma Taser Bedenken dabei hat, was das Thema Herzerkrankungen angeht. Und natürlich werden Experimente allein schon aus ethischen Gründen nur an gesunden Personen vorgenommen. Nicht an Personen, die unter Drogen- und Medikamenteneinfluss stehen, nicht an Personen, die schwanger sind, nicht an Personen mit Herzerkrankungen. Natürlich gibt es diese Versuche nicht, das ist ja auch gut so, aber ich frage mich ernsthaft, wie ein Polizeibeamter im Einsatz ad hoc erkennen soll, ob er eine Schwangere oder eben auch eine Person mit Herzerkrankung vor sich hat. Und ich finde, da muss man einfach unter dem Strich sagen, und das will ich hier für uns festhalten, dass Taser keine risikofreie Waffe sind. Ja, da kann man zu Recht jetzt sagen, und das, wie gesagt, ist auch zu Recht so, natürlich sind auch Schusswaffen, Dienstwaffen nicht risikofrei. Das ist ja völlig klar. Aber meine Sorge ist, wenn wir Taser einführen, dass wir hier bei den vermeintlich ungefährlichen Tasern, dass da auch ein Stück weit die Hemmschwelle zum Einsatz sinkt. Das ist meine Befürchtung, die ich dabei habe. Und ich will hier auch noch mal deutlich sagen, dass im Gegensatz zu den Tasern unsere Einsatzkräfte bei der Polizei im Wach- und Wechseldienst im Umgang mit der Schusswaffe geschult sind. Das SEK ist es selbstverständlich bei den Tasern, aber der Wach- und Wechseldienst ist doch nicht geschult bei dem Umgang mit Tasern. Man müsste umfangreich Aus- und Fortbildungen machen. Man müsste diese Taser, die relativ teuer sind, anschaffen. Ich halte das für zu aufwendig, zu teuer, für nicht gerechtfertigt. Das sind diese verschiedenen Gründe. Wir können gerne im Innenausschuss darüber diskutieren. Aber ich halte für mich und als Grüne fest, dass wir eine Polizei in Nordrhein-Westfalen haben wollen, die für Deeskalation steht, nicht für martialische Aufrüstung. Wir wollen Bürgernähe, und das soll auch in Zukunft so bleiben. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäffer.